Hi, zum Schusstest der Zuraki 914 Titan. Im Channel findet ihr bereits ein kleines Review der Waffe. Ich muss bisher sagen, gibt Pro und Contra. Ja. Verschossen wird heute Gecko 9 mm PAK. Das Magazin ist unfassbar schwierig zu laden. Ich hatte vorher schon mal 14 Stück geladen. Leider ist mir dann die andere Kamera abgekackt. Das gibt's doch nicht. Geh rein, du blödes Ding. Wenn die erste drin ist, dann geht's so halbwegs. Aber traumhaft ist was anderes. Sind jetzt schon mal die ersten 5 Kartuschen. Alter Verwalter. Also 10 möchte ich mindestens reinbekommen. Also ich hatte vorher so zu kämpfen, dass ich alles über 11 Stück reinbekommen habe. Also ich sage eigentlich gerne bei jedem Magazin, das ist beschissen zu laden, das ist schwergängig, aber das Teil ist ja bisher der Fürst der Schwergängigkeit. Alter! 12. Kartusche. Grütze. Fix. Oh. Also wenn man den Finger anschaut, macht keinen Spaß. Komischerweise klappert hier irgendwas. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob ein 13. auch noch geht. 13. Bitte, bitte, bitte. Eine Nummer 14. Die muss noch drin sein. Leck mich. Wahnsinn. So. Magazin ist voll geladen. Ist ein ziemlich schwerer Brocken, mal ganz ehrlich. Aber klar, da sind 14 Kartuschen drin. Was erwartet ihr denn? So, schön sauber. Gehörschutz drauf. Waffe sichern. Waffe ist gesichert, kann daher nicht abschlagen. Ich entsichere und gebe dem guten Stück mal ein bisschen Feuer. Waffe schießt einwandfrei. Wirkt sehr zuverlässig. Hat einen schönen Sound. Liegt an der Muni. Wobei der Lauf schon sehr, ja, dicht ausgesehen hat bei der Demontage. Möchte ich auch noch anmerken, das habe ich bei meinem Review vergessen. Die Demontage bei der Waffe ist furchtbar. Hat mir vorher gar nicht gut gefallen. Also, genauso wie hier die Entspannfunktion des Hammers, den Hammer hier zu halten und dann zu entspannen, also es ist nicht sehr sicher. Hoppala. Und wieder ist eine halbe Packung Gecko weg. Glaub mal, langsam bräuchte ich Mengenrabatt. So. Macht Spaß. Waffe scheint allerdings sehr schnell anzulaufen. Ich weiß nicht, ob man das hier farblich erkennt.
Also das Finish ist wohl nicht das Beste. Ich sehe hier bereits einige kleine Kratzspuren. Alter Verwalter, sehr heiß. Uhuhuhuhu. Na gut. Ciao, ciao.